Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 7.06.2022? Und unser DAX hat sich zum Montag hier gut gezeigt. Halt, ne? Ist gut in den Zügen geblieben und hat das wesentlich ordentlicher gemacht, als das am Freitag war. Beziehungsweise es war ja nicht unordentlich am Freitag, ne? Aber es war ein bisschen anders als erwartet gewesen. Ihr erinnert euch, wir hatten das Pferd mit dem verkehrten Reiter drauf gehabt, hatten dann gesagt, dass es aber eigentlich hier so ein gut erkennbares Aufdrehen ist im Markt, ne, dass es durchaus sein kann, dass er zum Montag positiv reinkommt und er sich insbesondere oberhalb von 500, 14.500 hat man gesagt, das ist so unsere Grenze oder unsere Schwelle, an der man, ich sag mal, Long-Szenarien gültig werten lassen. Ich weiß, es ist jetzt komischer Satzbau, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, wir haben gesagt, über 14.500 kann sich der Markt nach oben entwickeln, auch nochmal über das Hoch drüber setzen. Interessant sollte dabei werden, ob er hier dann eben knapp drüber reißt und zurückprallt. Ne? Also, ob man hier dann quasi eine Verkeilung ziehen kann. Das ist nicht gelungen. Also, was heißt, das ist nicht gelungen? Das ist sogar besser. Ne? Er ist ja drüber hinweggekommen. Damit hat er die Verkeilung erstmal so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Und schon so eine erste kleine Zwischenstation bei 14.700 erreicht. 14.730 hätte ich persönlich ein bisschen schöner gefunden. Aber was war es gewesen im Hoch hier? 14.79. 14.710, das ist okay. Fakt ist, er hat sich klar und deutlich von Beginn an über 14.500 gehalten. Hat natürlich jetzt auch ein kleines Gap zurückgelassen. Das wird Unterstützung. Sollte er da mal zurückkommen, würde ich ihm aber jetzt zum Dienstag nicht unbedingt empfehlen, auf dieses Gap zurückzukommen. Das wird sonst zu schwer, dann oben wieder Anschluss zu finden. Das Beste, was er eigentlich machen kann, ist gleich zum Start über der 6,50 jetzt weiter nach oben zu arbeiten. Gelingt ihm das, gilt das eigentlich wie am Vortag. Das ist dann gleichzusetzen mit dem, was wir hier zu 14.500 gesagt haben. Kann er über der 6,50 rausarbeiten, dann kann er hier Anschlusspotenziale wahrnehmen. Dann vielleicht mal die 7,30 abarbeiten, dass ich glücklich bin. Und noch ein bisschen weiter stochern. 7,80 ist dann ganz interessant. Das wird dann die Gap-Kante hier, ne, von dem Gap. Hier spannt das Gap von 8,60 bis runter auf, was ist das hier? Hoch. Oder bin ich auf der richtigen Kerze? Jetzt bin ich auf der richtigen Kerze. Hoch. 800? Ne, das war's nicht. Was war das? 37. Ach, das ist hier, ist die 37. Also ist die 97, 87 gar nicht wichtig, sondern die 800, die 860 und die 37 eben. Ja, das sind so die nächsten drei wichtigen Punkte auf der Oberseite, die anlaufen kann. Aber dafür möchte ich ihn über 6,50 sehen. Genauso wie man das gestern gesagt hat mit der 500. So möchte ich hier, würde ich mich auf Long fokussieren, wenn er über 6,50 rausarbeitet. Na, so wie wir das gestern gesagt haben, so 500. Da haben wir noch gesagt, sollte tiefer kommen. Kann sein, dass er vielleicht nur einmal kurz antippt, so 420, dann wieder nach oben. Deswegen wäre für mich erst negativ zu werten unter 400. So haben wir es gestern gesagt. Unter 400 negativ, über 500 positiv. Hier würde ich jetzt sagen, über 650 positiv. Und unter was wird es negativ? Eigentlich unter 585. Ja. Unter 5,85 würde ich ihn etwas negativ werten. Richtung Gap Close 94 hier oder was das war. Ne? Schluss hatten wir auf ja, 94 etwa. Da liegt noch der Gap Close. Den könnt ihr ansteuern, wenn der unter 5,85 verschwindet. Ne? Das ist jetzt so für mich so ein bisschen die Unterstützung. Ne? Das war damals das Gap, was wir von unten gesehen haben. Hier, da, überall immer wieder Anlaufpunkt. Jetzt hat das von oben angelaufen und verteidigt. Geht er da drunter, würde das mir ein bisschen mehr Rücklaufpotenzial auf der Unterseite freimachen bis 4,90, bleibt aber oberhalb über der 6,50 positiv für mich. Alles dazwischen gucke ich mir dann erstmal an, warte ich ab, ne, wo geht er dann raus und würde so dann einfach fortfahren. Im Tagesschart sieht das jetzt noch nicht nach Umkehrsignal aus, sieht aber auch ein bisschen danach aus, dass eine kleine Handbremse angezogen ist hier im Aufwärtstrend. Ne? Also wenn er sich per Tagesschluss dann so wieder an den Vortag ranzieht, ist das schon ein bisschen, ja, jetzt nicht unbedingt das krasseste Zeichen von Trendstärke. Das ist schon etwas, es drückt ein bisschen Unsicherheit vielleicht auch aus, ein bisschen Verhalten in Handeln. Ne? Also wir kennen ja auch so Aufwärtstrendtage, ne, wo er dann 350 Punkte bis Tagesende durchschrubbt und jeder haut nur Short dagegen. Da waren hier ein paar zu lange rote Kerzen mit drin, dass das geklappt hat. Ne? Aber ist jetzt erstmal noch keine Kerze, wo man sagen muss, oh Gott, Hilfe. Der fällt jetzt hier morgen 1000 Punkte nach unten. So ist es nicht.
Es gibt ein erstes kleines, so vielleicht wird es nicht in einem Weg zur 200-Tage-Linie klappen, vielleicht braucht er nochmal einen Umweg. Na, so, das sagt eher die Tageskerze. So ein bisschen einfach dieses, ich bin nicht ganz so strebsam, ich muss nicht ganz so viel packen, aber trotzdem ist es jetzt deswegen keine Kerze, wo ich jetzt sagen würde, ich breche jetzt hier eine Long-Positionierung ab oder ich muss jetzt hier unbedingt Short rein und die nächste Tageskerze kann die komplett revidieren. Also von daher würde ich die einfach jetzt hier ignorieren. Tagesschau soweit, können wir auch sagen, außer Acht lassen. Da gibt es jetzt nichts Neues, außer dass wir ein neues Hoch gesehen haben. Das ist auch gut. Das zeigt, dass die Bewegung noch intakt ist. Nur eben nicht ganz so strebsam. War aber in Deutschland auch Feiertag gewesen. Wenn auch die Börse geöffnet haben, waren ja trotzdem viele Händler, vielleicht auch zu Hause bei den Familien, Freunden und so weiter und haben den Feiertag einfach genossen. Von daher gucken wir mal, wie das jetzt zum Dienstag wird. Also, ich wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg. Guckt euch die 6,50 an, guckt euch die 5,85 an und dann habt ihr erstmal so einen kleinen Orientierungspunkt. Bis morgen dann. Tschüssi.